Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal der Modellbauer. Ich bin's wie gewohnt, euer Sven. Und heute geht es beim Manta A-GTE weiter mit dem Heft Nummer 23. Bevor es jetzt aber mit dem Baubericht losgeht, möchte ich euch noch ein paar Infos geben. Und zwar wurde ich letzter Zeit gefragt, wo kann man denn den Manta bestellen? Und zwar habe ich nochmal aus dem ersten Heft das Infoblatt rausgeholt, und zwar könnt ihr hier schauen: www.sportcoupebauen.de inklusive der Telefonnummer. Könnt ihr mal kurz auf Stopp drücken und dann könnt ihr euch das mal abschreiben. Dann gibt es noch eine Info, und zwar werde ich im Oktober, 17. 18. Oktober ist das, die Modellbaumesse Ried besuchen, unter anderem mit den Mario vom Marius Schuffs Modellbaukanal, den Sebastian von Defma Models, den Thorsten von Modellbau Schwaben, und eventuell ist noch der Daniel dabei von dem Kanal Modellbau Nerd. Da gibt es eine Info für heute: um 16.45 Uhr startet er eine Premiere mit dem ersten Teil von seinem Puma. Und was habe ich noch? Und zwar, wer mich kontaktieren möchte, kann das gerne unter eine E-Mail-Adresse machen: der Modellbauer Sven@gmx.de. Das werde ich euch alles nochmal in die Videobeschreibung mit reinschreiben, auch die Kanäle. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Das sind echt tolle Modellbauer. Und dann, was habe ich noch? Das wär's soweit an Infos. Mario, wenn du das Video siehst, du kannst dich gerne mal bei mir melden. Ich habe da ein paar Schraubendrecker für dich und die würde ich dir gerne dann zukommen lassen. Kommen wir mal zu unserem Manta. Und zwar habe ich in der letzten Folge, haben wir ja den Sitz fertiggestellt soweit. Und da habe ich auch eine Info bekommen: wir können die Lehne nach hinten, also quasi in die Liegeposition geben. Schön vorsichtig. Und dann schaut es nämlich so aus, weil ich habe ja gedacht, den können wir nicht verstellen. So, heute wird es in der Ausgabe 23 um das Fahrersitzfinale gehen. Und als erstes möchte ich euch wie gewohnt das Heft zeigen und dann die Teile, und dann schrauben wir unseren Manta zusammen. Und dafür hole ich euch jetzt ein bisschen näher ran. Hier haben wir unser Heft. Also wie schon erwähnt, der Fahrersitzfinale wird heute gemacht. Hier haben wir wie gewohnt unsere Bauteile, und zwar an der Unterseite des Sitzkissens werden das Unterteil und eine Aufnahme befestigt. An der Aufnahme wird die Sitzkonsole montiert. Der Hebel zur Sitzverstellung wird angebracht. Hier haben wir unsere Bauanleitung, die über 9 Folgen, also 9 Bauschritte geht. Faszination Manta. Steht ein Manta vor der Uni? Der Kultfilm Manta Manta. Wer hat ihn nicht gesehen? Wer den noch nicht gesehen hat, ich glaube, der hat da was verpasst. Das war und ist immer noch Kultfilm pur. Hier ein paar Bilder aus dem Film. Aber ich glaube, das war der Manta B. Kann mich auch täuschen jetzt. Dann haben wir Opel-Meilensteine, bewegte Bilder mit Opel. Im Spiegel der Konkurrenz, ein toller Käfer. Der Herbie, das war natürlich auch ein super Film. Was haben sie geschrieben? Autofilme gab es viele, kein automobiler Filmstar erlangte größere Berühmtheit als Walt Disneys Herbie. Der Käfer verfügt über außergewöhnliche technische Fähigkeiten und zeigte sogar Gefühle. Hier auch eine Filmszene. Und zu guter Letzt haben wir hier noch die Vorschau auf Heft 24, wo ich am Ende des Videos wieder näher drauf eingehen werde. Hier haben wir jetzt unsere Bauteile. Da bekommen wir das Unterteil des Sitzkissens, wieder aus Plastik und auch mit L wieder für links gekennzeichnet.
Dann haben wir die Aufnahme der Sitzkonsole. Das ist alles aus Plastik. Die Sitzkonsole selber. Und überall ist alles mit L gekennzeichnet. Dann haben wir den Hebel der Sitzverstellung. Und wir bekommen ein paar Schrauben. Unter anderem haben wir DB, PD, DB. DB-Schrauben. Dann haben wir FP und AB-Schrauben. Und das schrauben wir jetzt mal miteinander zusammen. Jetzt brauchen wir die zwei Teile, und zwar die Aufnahme der Sitzkonsole und das Unterteil des Sitzkissens. Dabei drehen wir dieses Teil rum, genau. Und dann kommt das hier so drauf und soll jetzt von der anderen Seite hier mit zwei AP-Schrauben verschraubt werden. Nummer 1. Dann sind die zwei Teile miteinander verbunden. Jetzt brauchen wir unseren Sitz. Und dann wird das Unterteil, was wir gerade zusammengeschraubt werden, hier draufgelegt. Und wird jetzt mit 4 AB-Schrauben befestigt. Da haben wir jetzt die Untersitzkonstruktion schon an unserem Sitz montiert. Jetzt brauchen wir die Sitzkonsole dazu. Und zwar haben wir hier zwei Einkerbungen. Und die sollen hier drauf gesetzt werden. So. Und soll jetzt mit 2 FP-Schrauben links und rechts verschraubt werden. Dasselbe machen wir jetzt hier auf der anderen Seite auch. Ich bin ja schon mal froh, dass wir in diesem Teil 23 keine Unterlegscheiben haben. Aber da habe ich auch einen Tipp bekommen, wie man die festbekommt. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber mir wurde gesagt, mit Vaseline. Weiß nicht, kann ja mal einer von euch ausprobieren. Ich meine, wir haben ja noch einen Beifahrersitz. Da, na, schauen wir mal, ob wir das dann vielleicht besser dann hinbekommen. Weil die Unterlegscheiben sind ja jedes Mal rausgefallen oder im Sitz selber verschwunden. So, dann haben wir das jetzt fest, ist auch beweglich, und jetzt sollen wir noch den, wie hieß das Ding, die Sitzverstellung anbringen. Das wäre dieses kleine Teil, und zwar kommt der hier unten ran, da ist so eine Einkerbung, und da wird er hier drauf gesetzt und soll mit einer DB-Schraube verschraubt werden. So. Der hat natürlich jetzt keine Funktion, ist klar. Oder doch? Nein. Auf jeden Fall können wir den Sitz dann, wenn der montiert ist, nach vorne kippen. Und wie schon erwähnt,
auch in die Liegeposition geben. Ausgabe 23 ist jetzt hiermit abgeschlossen. Hier haben wir nochmal unseren Fahrersitz mit der Funktion, dass man ihn halt nach vorne kippen kann und halt diese Liegeposition. Das Ganze kommt dann hier nochmal auf so eine extra separate Platte und so könnte das dann mal ausschauen, dass man den halt quasi so dann nach vorne kippen kann. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, die Vorschau auf Heft 24, und zwar bekommen wir da die Mittelkonsole, die Aufnahme, Schalthebel, Schalthebelknopf und die Schutzkappe. Und zwar schaut das Ganze dann so aus. Ihr habt dann nochmal die Internetadresse, wo ihr das Ganze nochmal bestellen könnt. Und im Heft selber geht es dann um Faszination Manda, Living in America. Opel Meilensteine haben wir dann die Fremdwerbung mit Opel. Im Spiegel der Konkurrenz, Sportcoupé aus Mladá Boleslav. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Noch ein Hinweis zu dem Thorsten von Modellbau Schwaben. Wenn ihr den auf seinem YouTube-Kanal besuchen wollt, müsst ihr eingeben Thorsten Adler. Aber wie gesagt, ich hau das euch nochmal unten in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr das durchklicken und schaut mal bei den Kanälen vorbei. Und vergesst nicht, heute 16.45 Uhr ist die Premiere. 16.45 Uhr, nicht, was ich falsch sage, ja, beim Modellbau Nerd vom Daniel mit seinem Puma Teil 1, die Lackierung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach da. Wer noch nicht abonniert hat, lasst doch ein Abo da, um keines der weiteren Folgen vom Manda zu verpassen oder eines meiner anderen Projekte. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss, euer Modellbauer.